Hallo Leute, gestern hat Rockstar eine Pressekonferenz abgehalten und zwar vermute ich, dass sie auf die zurückgehenden Spielerzahlen bei Red Dead Online reagieren und sie haben das Ende der Beta-Phase bekannt gegeben. Und zwar ist das Ende der Beta-Phase am 7. Mai, ich glaube ein Dienstag wäre das dann, das wäre jetzt so ein normaler Tag für Updates. Und zwar hat man auch gleichzeitig bekannt gegeben, dass man viele neue Sachen einführen wird. Zum Beispiel wird es dann endlich Häuser geben, angefangen von Hütten bis hin zu großen Steinhäusern. Es wird ein Fairytale-Modus eingeführt. Hier seht ihr schon, ein Bild haben sie schon gepostet. Das ist das von Red Twinkle Dynamite. Da soll es wohl darum gehen, dass man letztendlich gegen Rotkäppchen wohl kämpft. Man muss an den Wölfen vorbei, an ziemlich vielen Wölfen, und irgendwie ist der Förster noch involviert, der spielt wohl einen Sniper. Dann soll es noch Rescue Snow White geben, da muss man Schneewittchen befreien und irgendwie an den sieben Zwergen vorbeikommen, weil die sind dort böse und haben alle ein eine Gatling Gun. Ja, so sieht das aus. Und es soll wohl auch Ranganpassungen geben. Da ist mir jetzt aber noch nichts ganz Genaues bekannt, weil da schweigen sie sich noch ein bisschen aus. Es ist nur so viel bekannt, dass die ganz hohen Ränge heruntergeholt werden, aber als Dankeschön, dass die Leute so lange gespielt haben und immer dabei waren, sollen sie wohl pro genommenen Rang sollen sie ein Goldbarren erhalten. Also das heißt konkret, wenn jetzt einer meinetwegen 250 in Rang 250 ist, der fällt dann meinetwegen auf 120. Ich weiß, ich kenne die Vorgehensweise, die Rechenweise von Rockstar kenne ich jetzt nicht, aber man fällt nicht ins Bodenlose, also meinetwegen von 250 auf 120 und dann kriegt er 130 Goldbarren als Dankeschön, dass er so lange online war und gespielt hat und man möchte halt die Spieler zusammenführen. Also das habe ich jetzt hier mal gemacht, weil es soll auch bei dem Fairytale-Modus ein Hans in Luck geben, das ist jetzt Hans im Glück, wäre das auf Deutsch, und dann bringt man zum Hehler dann Pferd, Kuh, Schwein oder Gans. Die muss man bei einer Hexe Baba Yaga holen, erkämpfen, und die Hexe Baba Yaga ist ja bekannt aus den russischen Märchen. Ich glaube, damit geht man auch auf die russischen Spieler ein oder die osteuropäischen Spieler, wo die Hexe Baba Yaga ja bekannt ist, und glaube ich, da möchte man auch noch Boden gut machen in diesen Ländern, glaube ich, deswegen holt man die, glaube ich, mit ins Boot. Und was jetzt schon freigeschaltet ist und wo meine Spielfigur sich jetzt schon hingegibt in den Hafen von St. Denis, das ist das U-Boot, und zwar soll täglich vor St. Denis ein U-Boot erscheinen, und wenn man zu dem U-Boot hinkommt, wenn ich das richtig gelesen habe, ich muss das alles aus dem Englischen übersetzen, weil es ist noch nichts in Deutsch aufgetaucht, wenn man das U-Boot findet, dann kann man sich dort einen ganzen Goldbarren abholen, und er scannt jetzt hier die Gegend nach dem U-Boot. Das ist jetzt hier, glaube ich, ein Schiff da hinten, oder ist das, ist schlecht zu erkennen. Ist auch, das hat Rockstar jetzt gut eingerichtet, das sieht nach einem U-Boot aus. Das hat Rockstar jetzt gut eingerichtet, dass da gerade Nebel ist. Das, ich glaube, das ist vollkommen Absicht, dass man jetzt nicht, dass jetzt vielleicht nicht alle dahin rennen oder so, oder hinschwimmen oder mit dem Boot. Ich habe noch gar nicht ausprobiert, wie man Boot fährt. Ja, also er scannt jetzt hier noch die Gegend,
und ist wirklich, vielleicht muss er später nochmal wiederkommen, um das U-Boot zu finden, aber jedenfalls, dort gibt es dann einen Goldbarren. So, also das war jetzt die Pressemitteilung von Rockstar von heute, 1. April. Und ja, das Ganze war ein April-Scherz von mir. Ja, was machen wir jetzt? Also Leute, nehmt es mir nicht übel. Ich habe gesagt, ich mache öfters mal Scherze. Und das ist jetzt hier einer von diesen Scherzen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel. Aber sowas mache ich halt auch mal. Und dann muss ich jetzt noch April, April sagen. Und noch einen besonderen Dank an Asep Owner, der mir die Grafik angefertigt hat. Das war sehr schön und ich stelle das Original der Grafik noch mal jetzt hier rein. Dankeschön, Asep Owner. Morgen schalte ich auch deinen Link unter dem Video frei. Heute noch nicht, sonst sehen die Leute das zu früh, dass es ein April-Scherz ist. Danke dir und ich wünsche euch noch viel Spaß bei Red Dead Online. Und ich hoffe, dass nicht allzu viel böse Kommentare kommen. Danke. Ciao.